Sie hören Kirschbaumträume, geschrieben von Karin Königke, gesprochen von Desiree Singson, veröffentlicht durch Audioparadies. Kapitel 1: Die Blase platzt. Izzy. Die Verpackung des Super Bubble Magic Gums, der auf Izzys verkritzelten Schreibtisch lag, war schweinchenrosa. Nein, eher neonpink. Skeptisch blickte Izzy auf das Kaugummipaket. Normalerweise ging sowas gar nicht. Sie würde im Leben nie was Rosanes anziehen und hatte nicht mal in der ersten Klasse einen Lillifee-Schulranzen gehabt. Igitt! Rosa war nur was für dämliche Zicken wie diese Angelina Marie. Aber Tim hatte ihr verraten, dass der Magic Gum wahnsinnig große Blasen machte, also musste sie das unbedingt ausprobieren, egal wie ekelhaft pink das Papier war. Manchmal muss man halt über den Ding stehen, beschloss Izzy, stopfte sich gleich zwei der Streifen in den Mund und stellte sich vor den Spiegel des Kleiderschranks in ihrem Zimmer. Natürlich war es kein Kinderzimmer mehr. Schließlich war Izzy ein fast Teenager. An den Wänden hingen selbstverständlich auch keine peinlichen Poster von Barbie samt Traumschloss, sondern eines mit der Übersicht aller wichtigen Pferderassen der Welt, eines mit einem glänzend schwarzen Araberhengst samt wehendem Schweif und direkt über Izzys zerwühltem Bett eines der Bongo Bumblebee Boys. Das Kaugummi schmeckte nach pappsüßem Erdbeeraroma. Ugh, machte Izzy, kaute aber tapfer weiter. Die könnten ruhig mal einen erfinden mit Wasabi-Nüsse-Geschmack. Papa brachte ihr die scharfe Spezialität manchmal mit, wenn er unterwegs beim großen Supermarkt vorbeikam. Hier in Oberapfelbach, in Maggies kleinem Kramerladen, gab es die ja leider nicht. Aber wahrscheinlich würden all die Memmen tot umfallen, wenn sie ihn probierten. Solche wie diese Heulsuse Angelina Marie garantiert. Allein schon dieser dämliche Name.